gucken wir nochmal in die Rüstung. Ja, wir haben nichts. Gucken wir mal bei ihr. Bratpfanne. Ich denke mal, wir sollten ihr das Kampfmesser erstmal geben. Den Mini-Rock. Das Tablett ist besser als das Waschbrett. Gut. Dann haben wir das schon mal. So. Ich weiß nicht, wie viel... Ich guck mal ganz kurz. Ich mache mal kurz einen Kampf. Guck einfach mal, wie viel EP sie noch braucht. So. So, 519. Das ist natürlich eine ganze Menge. Kann sie denn was? Ja, sie kann zaubern. Sie kann uns heilen. Sie kann einen Angriffszauber benutzen und sie kann Gegner einschlafen. Einschläfern. So, wir machen uns aber erstmal raus aus der Höhle. Wo ich jetzt keine Ahnung habe, wo wir hin müssen. Aber ich werde einfach mal wieder ins Dorf zurückgehen. So. Das ist die hübsche Frau. Die hübsche junge Frau, von der ich dir jetzt bereits erzählt habe. Wo willst du denn hin? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Du solltest nach Luniria gehen. Dort findet bald eine glanzvolle Krönung statt. Ich würde mir die Krönung gerne anschauen, aber Luniria ist mir zu weit weg von hier. Dann würde ich doch sagen, dann gehen wir doch gleich mal nach Luniria. Luniria befindet sich hinter dem kleinen Tempel im Nordwesten. Dort findet eine Krönung statt. Ich wette, die Krone ist wunderschön. Ich würde dir gerne mal einen Blick drauf werfen. Würde ich doch sagen, gehen wir mal direkt nach Luniria, ja? Der Tempel im Nordwesten, ja. Wo war jetzt nur... Wo ist jetzt Westen? Das ist Norden. Also Norden sind wir schon mal richtig. So, man sieht... Gut, man sieht nicht viel. Viel Schaden macht sie leider nicht, die Gute. Mindestens noch nicht. Ich hoffe mal, das ändert sich bald. Ach, hier, gut, da ist der Tempel. So, machen wir doch mal einen Bomber drauf. Müssten die meisten eigentlich schon im Dreck liegen. Genau so sehe ich das gerne. So, dann gehen wir doch einfach mal in den Tempel. Und da sind wir auch schon im Tempel von Luniria. Viel Glück auf eurer Reise nach Luniria. Dankeschön. Boah, das war's doch schon. Aber wo ist jetzt hier Luniria? Erstmal gibt's noch ein paar Gegner. Die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich gerne mit und das Geld sowieso. Da haben wir schon eine größere Stadt und da ist es doch schon. Oh, und wir haben doch schon die nächsten Gegner. Das Knallpferd und wir können einfach mal ihre Zaubersprüche angucken. Wir auch auf alle machen. So. Na dann. Sehr nett animiert übrigens. Finde ich sehr schön. Hat aber leider nicht viel gebracht. Und die Gegner hauen doch noch ganz schön rein. Vor allem bei ihr. Ich hoffe mal, dass er jetzt erste Vertrunken ist. Ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt mit den anderen genauso gehen wird. Ja. Der Geier ist wenigstens weg. Beziehungsweise der Adler. So. Dafür ein bisschen Erfahrungspunkte. Und dann geht's ab nach Luniria. Königreich Luniria. Okay, Luniria. Es tut mir leid. Die Krönungszeremonie wird gleich beginnen. Ich werde mal einen Blick auf die Krone werfen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal übernachten. Grüß dich! Auch hier um die Krone zu sehen. Ein Übernachten kostet nur 20 Goldmünzen. Bleibst du? Na klar, gerne. So, unsere Lebenspunkte sind wieder aufgefüllt. Was haben wir hier noch Schönes? Schönen guten Tag. Chips, habe ich gerade keine Ahnung, was das ist.
Naja, es gibt sicher größere Casinos als dieses hier, ein einarmiger Bandit. Ihr solltet mal das große Casino besuchen. Leider habe ich vergessen, wo es ist. Okay. Leider hast du keine Chips mehr. Doch, am linken Schalter kannst du neue Chips kaufen. Ja, wir können es ja einfach mal ausprobieren. Schönen guten Tag. Da kaufen wir doch einfach mal... Ach komm, wir haben es ja. 10 Chips. Gehen einfach mal ein bisschen zocken. Drücke das Steuerkreuz nach oben, um Chips einzuwerfen. Viel Glück. Ja, ein einarmiger Bandit. So. Bis zu 5 Coins können wir reinwerfen, dann machen wir es doch einfach mal. Vielleicht haben wir sogar Glück. Nein. Der nächste Dreh. Trommelwirbel. Leider nichts gewonnen. Naja, dann halt nicht. Ich will jetzt auch nicht unser ganzes hart verdientes Geld verzocken. Ich wollte nämlich nur mal gerne in den Shop reingehen. So. Oh ja. Die Keule. Eine fürchterliche Waffe. Zwar keine Zorn. Keine Zornattacke, aber es sind 16 Angriffspunkte mehr. Ich denke mal, das bringt es auf jeden Fall. Gut, dann haben wir noch... Ah, das Kurzschwert, da geht aber der Mut runter. Eisbombe. Das Langmesser. Eisbombe. Das sind aber sonst... Ja, ich nehme es einfach mal. Es sind immerhin auf 82 hoch. So, dann müssten die Sachen auch gleich schon angelegt sein. Ich guck nochmal nach, das Kurzschwert, ja, und die Keule. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Was ist eine Krönungszeremonie? Sie wird gefeiert, wenn der neue König zum ersten Mal die Krone trägt. Und dafür so ein komplizierter Name? Erwachsen seid richtiger Wichtigtuer. Ja, das stimmt. So, gehen wir dann mal speichern. So, das Spiel ist gespeichert. Wir gehen einfach mal ins Schloss. Schloss Lunaria. Die machen wir uns einfach durch. So. So, wo ist die Zeremonie? Fragen wir uns mal ein bisschen durch hier. Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Wirf ruhig mal einen Blick hinein. Oh, das ist ja nett. Eure Majestät. Die Krone. Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass sie eine Imitation ist. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert. Sie muss einfach echt sein. Sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Hä? Hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Puff. Was zum? Holdrö, ich bin Bertie, der König der Diebe. Und ich bin Boris, sein Lehrling. Seid gegrüßt. Die sind aber nicht nett. Was? Wer seid ihr? Ah, nicht bewegen. Na, Freunde? Seht ihr diese nette kleine Bombe?
Auf was warten wir, Boris? Auf ins Gedümmel! Logo, Berti! Ah! Oh Mann! Zeig's ihnen! Aber... Aufgepasst, Leute, jetzt kommt der Super Watz! Jetzt geht's los! 3, 2, 1... Watz! Hä? Hä? Was passiert hier, Boris? Ups! Es sollte... Ich hab keine Ahnung, Berti. Was machst du da, Boris? Ja, da haben sich unsere beiden Kollegen selbst in die Luft gesprengt. Das ist natürlich blöd. Aber das kenne ich auch gut noch von Bomberman damals. Da habe ich das auch ganz gerne gemacht, mich einfach mal selbst in die Luft gesprengt. Ich nutze die kurze Pause mal für einen Schluck aus meiner Fanta. Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oh je, mir ist noch ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lasst uns lieber verschwinden. Aber die nehme ich mit. Das ist doch unglaublich. Tut doch etwas. Niemand darf davon erfahren. Sehr wohl, Majestät. Ja, da wurden wir gerade Zeuge des Diebstahls der Krone. Die Explosion muss sie mit voller Wucht getroffen haben. Ja, das haben wir auch gesehen. Der Muddle-Diet. Nun kann die Zeremonie nicht stattfinden. Welch ein Unglück. Die Ehre unseres geliebten Königreichs steht auf dem Spiel. Na, den König können wir wohl nicht reden. Doch. Die Krone ist gestohlen. Oh Gott, hier schwinden die Sinne. Krone wurde von meinen Augen... Die Krone wurde von meinen Augen gestohlen und ich konnte nichts dagegen tun. Tja. Kann ich jetzt auch nicht wirklich viel machen. Ich denke, da wir ein wahrer Held sind. Die Krone ist ein Vermögen wert, das macht sie bei Gaunen so beliebt. Was die Krone so wertvoll macht, ist nicht ihr Preis, es ist ihr Besitzer, mein Bruder. Aha. Zwei seltsame Typen sind die Hintertreppe hinabgegangen. Dann folgen wir ihnen einfach mal. Durch die Hintertreppe. Hier liegt auch schon einer K.O. auf dem Boden. Bist du in Ordnung? Zwei Typen. Plötzlich. Bombe. Hat jemand eine Bombe nach dir geworfen? Nein. Die Bombe ging hoch, bevor sie werfen konnten. Splitterdreif streift mich. Ich war nur kurz ohnmächtig. Doch wie konnten sie die Explosion überleben? Tja, frage ich mich auch. Haben wir mehr Glück als verstanden, die beiden Jungs? So, dann sind wir schon im nächsten Dungeon. Schloss Lunaria, zweites Untergeschoss. Als das Parterre der Burg nicht mehr genutzt wurde, erschienen Dämonen dort. Verstehe. Sind dir noch dennoch zwei Leute aufgefallen? Nun, ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen. Aber ich glaube, ich habe etwas gehört. Ja, dein eigenes Schnarchen. Was? So, dann geht's mal weiter. Ja, da sind wir auch schon im nächsten Dungeon. Und hier werden wir bald unsere nächste Spezialfähigkeit kriegen, und zwar die Bombe. Damit können wir... Löcher in bestimmte Wände springen und so Geheimwege und Allgemeinwege finden. So. Wir sind natürlich auch weiter fleißig am Leveln. So, da ist ein Hotte-Hü. Hab ich mir Truhe aufgemacht. Ach komm, hier, nimm es einfach mal mit. Ich greife zuerst an. Ja, super. Das Kleifert macht am meisten Damage. Zwergenkraft füllt die KP um einige Einheiten mit auf. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, Narkose. Vielleicht bringt's ja was. Oh, das fällt ja schon weg. Mit Narkose können wir vielleicht die Gegner zum Einschlafen bewegen. Und dann gehen die uns nicht mehr auf den Sack.